Was geht? Corey hier und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese und euch damit zeige, wie man einfach die Bibel liest. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben beim letzten Mal Markus 15 bis Vers 20 gelesen und würden jetzt einfach weitermachen ab Vers 21. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und falls euch das Video auch gefallen hat, vergesst doch nicht auch zu liken. Und das hilft mir einfach, Gottes Wort zu verbreiten. Aber fangen wir an. Ab Vers 21. Ein Mann, er hieß Simon und stammte aus Kyrene, kam gerade von den Feldern zurück. Ihn zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. Simon ist der Vater von Alexander und Rufus. Sie brachten Jesus an einen Ort, der Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe gemischt war. Aber er nahm ihn nicht. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete: König der Juden. Zusammen mit ihm wurden 2 Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Wir lesen hier ganz zusammenfassend, wie Jesus gekreuzigt wurde. Wir sehen, dass Simon sein Kreuz für eine kurze Zeit getragen hat. Wir sehen außerdem, dass sie versucht haben, Jesus Wein mit Myrrhe zu geben. Wir lesen hier, dass Wein mit Myrrhe ein leichtes Betäubungsmittel ist, aber Jesus wollte nicht. Und wir sehen auch, dass man um seine Kleider gewürfelt hat, um zu entscheiden, wer das mitnehmen darf. Und wir sehen, dass Jesus zwischen 2 Verbrechern hing. In anderen Evangelien lesen wir noch viel mehr. Wir lesen auch, dass Jesus sein Kreuz, sein eigenes Kreuz tragen musste. Aber dadurch, dass er so blutig geschlagen wurde, konnte er sein Kreuz nicht mehr wirklich tragen. Deshalb kam Simon auch dazwischen und musste das Kreuz für Jesus tragen. Also Markus verschont uns hier mit den tiefen Details. Aber lesen wir weiter. Vers 29. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha, du kannst doch den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen? Dieser Christus, dieser König Israel, soll er doch vom Kreuz herabsteigen, so dass wir es sehen und ihn glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Was ein Bild! Wir haben jetzt über die letzten Kapitel verstanden, wieso Jesus gekommen ist. Wieso Jesus sich hier nicht rettet. Denn wir wissen ja, Jesus ist für diese Stelle gekommen, um für die Menschen zu sterben. Klar könnte er, wenn er wollte, sich retten. Aber er hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet. Und sein Plan war es, dass Jesus hier stirbt. Wir sehen hier, dass auch eine Stelle zitiert wird, dass, hey, hast du nicht gesagt, dass du den Tempel in 3 Tagen wieder aufbaust? Warum rettest du dich nicht hier? Hier wird zitiert, dass du andere Menschen gerettet hast. Warum rettest du dich nicht selbst? Selbst von den angeblich heiligen Menschen, den Hohepriestern und Schriftgelehrten, wird er ausgelacht und verspottet. Aber eine Sache möchte ich nochmal highlighten. Und zwar, sagen sie: Dieser Christus, der König Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, so dass wir sehen und ihn glauben können. Aber das ist ja das Ding. Sie können nicht sehen. Sie haben ja alles schon gesehen. Sie haben ja gesehen, wie er Leute geheilt hat und alles. Aber sie können nicht wirklich sehen. Denn Jesus zeigt uns ja, dass es nicht darum geht, wer mit den Augen sehen kann, wer physisch sehen kann, sondern wer offene Ohren hat, wer mit dem Herzen sieht, der kann erkennen, dass Jesus der Menschensohn ist. Aber die Hohepriester und Schriftgelehrten, sie waren einfach verschlossen. Sie konnten nicht sehen, dass das der Sohn Gottes ist. Der versprochene Retter. Vergesst nicht, Wasser zu trinken.
Lesen wir weiter. 33. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt. Dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama asabthani. Oder wie wir auch lesen in Schlachterübersetzung, dass es sabachthani heißt. Vielleicht falsch ausgesprochen, aber ja. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch einige Frauen da, die aus einiger Entfernung zusahen. Unter ihnen waren Maria von Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Josef und Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Danach waren sie und viele andere Frauen zusammen mit ihm nach Jerusalem gegangen. Also wir sehen hier, Jesus stirbt. Und auch als er schon da hing, war der Himmel dunkel. Und als er gestorben ist, in dem Augenblick, ist im Tempel der Vorhang gerissen. Wir sehen auch, dass Jesus ausschreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darauf kommen wir natürlich später nochmal ein bisschen genauer. Jesus ist hier am Kreuz gestorben. Es sah nicht nur so aus, als ob er gestorben ist, er ist gestorben. Der römische Hauptmann, der vor ihm stand, musste auch zugeben, stimmt, das ist Gottes Sohn gewesen. Weil er hat das miterlebt, als er gestorben ist und während er am Kreuz hing, einfach was da passiert ist. Und er konnte bezeugen, ja, das war wirklich Gottes Sohn. Wir sehen in Vers 34, dass Jesus hier sagt: mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Viele sagen an dieser Stelle: ah, guck, Jesus war Mensch und auch da an diesem Punkt hat Gott Jesus verlassen. Aber so ist es nicht. Sondern wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, wissen wir, dass Jesus einen Psalm zitiert hat. Und zwar Psalm 22. Den lesen wir jetzt mal kurz. Und da lesen wir auch in Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war üblich zu der Zeit, dass wenn ein Rabbi, ein Lehrer, ein Vers zum Beispiel anfängt zu sagen, dass der Lehrling es einfach nachsagt und zeigt, dass er das auswendig kann. Jesus sagt an dieser Stelle nicht: oh, Vater, warum hast du mich verlassen? Weil Jesus weiß genau, warum er da hängt und er weiß genau, was jetzt mit ihm passiert. Auch wenn er leidet an dieser Stelle, weiß er genau noch, was der Plan des Vaters ist. Aber was lesen wir im Psalm 22? Da lesen wir: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeder Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Wir lesen im Psalm 22 davon, dass David eine Prophezeiung hatte. Und diese zitiert Jesus hier. Aber dann lesen wir weiter, dass eine weitere Prophezeiung, die wir von dieser Stelle einfach sehen, steht in Amos 8, Vers 9. Und da heißt es: an jenem Tag, spricht Gott der Herr, werde ich die Sonne schon mittags untergehen lassen und die Erde verfinstern, während es noch hell ist. Also wir sehen, auch das wurde wieder prophezeit. Wir sehen so viele Sachen, die prophezeit wurden und sich jetzt erfüllen.
Und dann lesen wir noch, dass der Vorhang im Tempel zerrissen wurde. Dass jetzt nicht mehr der Vorhang zwischen Hohepriester und Gott ist, sondern dass jeder selbst zu Gott kommen kann. Und dann lesen wir noch, wie Jesus begraben wurde. Ab Vers 42. Dies ereignete sich alles an einem Freitag, den Rüsttag. Das ist der Tag vor dem Sabbat. Als es Abend wurde, fasste Josef, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, Mut und ging zu Pilatus, um ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Josef war einer von denen, die auf den Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus konnte nicht glauben, dass Jesus schon tot war. Deshalb ließ er den verantwortlichen römischen Haupt rufen und fragte ihn. Der Hauptmann bestätigte den Tod und Pilatus überließ Josef den Leichnam. Josef kaufte ein langes Leinentuch, nahm den Leichnam vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das aus dem Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. Und wir sehen hier noch, dass Jesus begraben wurde. Jesus ist ziemlich schnell gestorben. Warum? Sehr wahrscheinlich, weil er so brutal gefoltert wurde. Wie gesagt, Markus hat das hier alles noch sehr, sehr zusammengefasst. Aber wir wissen auch historisch, dass wenn jemand so gefoltert wurde, was alles mit ihm gemacht wurde. Und Jesus ist sicherlich einfach an diesen Verletzungen auch schon gestorben. Aber wir sehen hier auch, dass Jesus in ein Leintuch gewickelt wird und in ein Grab gelegt wird und dann wird ein Stein davor gewälzt. Aber ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Falls ihr noch Fragen habt, falls ich irgendwas rausgelassen habe, schreibt es mir nach unten in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Und falls ihr die Bibelstunde von Anfang an anfangen wollt, hier ist die Playlist zu allen Videos. Und auf dieser Seite ist noch ein anderes Video, was euch auch wahrscheinlich gefallen könnte.